Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem Zukunftstag im Burgenlandkreis. Heute in etwas anderer Variante, Version, dadurch, dass wir Corona-bedingt eben die Praxiseinsätze oder die Live-Kontakte nicht haben werden, möchten wir euch dennoch etwas anbieten und werden unseren Zukunftstag heute digital durchführen. Dann lasst uns gemeinsam einen Blick ins Landratsamt werfen. Mein Name ist Nadine Weg, ich bin 45 Jahre und bin hier im Haus im Burgenlandkreis die Ausbildungsleiterin. Das heißt, ich habe alle Auszubildenden, alle Studenten unter mir. Ich plane und organisiere die Ausbildung. Ich suche die zukünftigen Auszubildenden aus und ich begleite sie dann auch während ihrer Ausbildung bis zum natürlich im besten Fall erfolgreichen Ende. Ja, mein Name ist Erik Bischoff, ich bin 55 Jahre und ich arbeite im Jugendamt seit 1995. Hallo erstmal. Mein Name ist Katrin Lanke, ich arbeite im Hauptamt, Sachgebiet IT-Service und das nun schon seit fast 30 Jahren. Mein Name ist Heike Sangerhauser, ich bin Sachgebietsleiterin im Umweltamt im Bereich Emissionsschutz. Ich bin von Hause aus Ingenieur, ich habe also Verfahrenstechnik studiert mit dem Schwerpunkt Umweltschutztechnik, habe eine ganze Zeit lang in der chemischen Industrie Umweltschutz gearbeitet und bin seit etwa 6 Jahren in der Verwaltung tätig. Hallo, also ich bin Emily Saal, ich komme aus der Verbandsgemeinde an der Ville in Saubach und ich habe 2020 im September mein duales Studium hier beim Burgenlandkreis angefangen. Doch mit was beschäftigen sich die einzelnen Ämter? Ich möchte euch die Arbeit in der IT einfach mal an einem Beispiel näher bringen, wenn ein neuer Mitarbeiter anfängt. Und zwar ist es ja notwendig, dass der Mitarbeiter in dem Amt, wo er eingesetzt wird, entsprechende Programmzugriffsrechte bekommt. Er muss Technik bekommen. Erhält er natürlich von uns auch eine Einweisung. Ja, Jugendamt hat viele Bereiche. Angefangen von dem Bereich Hilfen zur Erziehung, das ist ein großer Bereich. Der allgemeine soziale Dienst, das ist dieser Fachdienst. Also beratende Funktionen, dann natürlich wir als Jugendamt auch den Eltern Unterstützung anbieten. Das heißt ambulante Hilfen, bekannt zum Beispiel eine Familienhilfe, die eben halt in der Familie Eltern unterstützt beim Alltäglichen. Ja. Dann gibt es natürlich den großen Bereich, wir sprechen von Heimerziehung, ja, Einrichtungen, wo Kinder betreut werden über Tag und Nacht. Da ist das Jugendamt da. Das ist auch bekannt in Funk und Fernsehen, dass natürlich sehr oft auch das Jugendamt nicht immer so ganz positiv benannt wird, gerade wenn Kinder untergebracht werden müssen und Eltern dann natürlich anderer Meinung sind und dann ganz schnell auch ein Familiengericht mit dabei ist, wo dann entschieden wird, was wird mit dem Kind. Wir haben im Umweltamt eine sehr große Breite von Themen, die wir hier abdecken. Wir haben also Sachgebiete, wie schon erwähnt, für mich Emissionsschutz, wir haben Abfallrecht, Bodenschutz, Düngemittelrecht, wir haben Wasserwirtschaft im weitesten Sinne, Naturschutz, Forsten, wir decken Umweltverträglichkeitsprüfung ab und wir haben Düngemittelrecht, was wir abdecken. Das ist also eine sehr, sehr große Breite mit etwa 40, 45 Mitarbeitern zurzeit. Das ist schon sehr viel, was wir hier machen. Ihr habt natürlich Interesse oder wollt sicherlich wissen, welche Ausbildung wir aktuell im Haus haben. Und da geht es natürlich hauptsächlich um die Verwaltung. Derzeit haben wir den Kreissekretäranwärter im Haus. Das ist eine Verwaltungsausbildung in der dualen Variante. Das heißt, das ist im Vorbereitungsdienst für 2 Jahre. Ihr werdet verbeamtet und seid in der Praxis bei uns in den Ämtern eingesetzt. Der Burgenlandkreis hat sehr viele unterschiedliche Ämter und lernt dann alles Theoretische beim Studieninstitut in Magdeburg. Für alle, die auch Interesse haben an einem Studium, bieten wir derzeit das duale Studium in den Verwaltungswissenschaften an. Da gibt es die Vertiefungsrichtung öffentliche Verwaltung oder Verwaltungsökonomie. In der Zeit dauert es 7 Fachsemester und findet zum größten Teil in Halberstadt statt. Das ist die Hochschule und natürlich auch in der Praxisphase bei uns im Burgenlandkreis und auch in den vorlesungsfreien Zeiten. Also bei der Ausbildung des dualen Studiums öffentliche Verwaltung ist es so, dass der Praxisanteil sehr hoch ist. Es gibt ein komplettes halbes Jahr nur Praxis. Dementsprechend wird die Bürgernähe und auch der Kontakt zu Mitarbeitern schon sehr gepflegt. Unter anderem bekommen wir auch schon Ausbildungsgeld und es wird auch das Studium finanziert. Der Burgenlandkreis unterstützt uns sehr in unseren Theoriebereichen und versucht, bestmögliche Leistungen mit uns zu erreichen. Was muss ich denn mitbringen, um erfolgreich im Landratsamt zu lernen? Ja, ich brauche ein Feeling. Ich brauche
die Möglichkeiten, mich unterhalten zu können, mich in Kinder, in Menschen hineinversetzen zu können, weil die Menschen kommen zu mir und bringen meistens ein Problem mit und ich muss das gut auffassen können. Ich brauche Menschenkenntnis, ich brauche natürlich, ja, ich muss Spaß an der Arbeit mit dem Menschen haben, mit dem Kind haben. Ja. Es gibt in dem Bereich nicht immer nur positive Dinge. Das heißt, ich brauche natürlich, man sagt so, auch ein dickes Fell. Natürlich wird ein Umweltinteresse am Vordergrund stehen, dass sie sich einfach für alles interessieren, was mit Umwelt in Zusammenhang steht. Dass sie natürlich wissen, welche Arbeit hier gemacht wird. Das ist also ein ganzer Teil natürlich Verwaltung. Sie müssen aber auch Interesse mitbringen, mit Leuten zu tun zu haben, weil sie ja draußen vor Ort im Außendienst tätig sein können. Nicht unbedingt immer und alle, aber viel auch. Sie haben also auch vielfältigen Kontakt mit den Leuten draußen. Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Kreativität ist natürlich auch sehr wichtig und auf jeden Fall Teamgeist. Analytische Fähigkeiten sind natürlich auch sehr wichtig. Das heißt, die Probleme müssen erkannt werden, erfasst werden und vor allem gelöst werden. Ich hoffe, ich habe euer Interesse geweckt an einem dualen Studium hier bei uns im wunderschönen Burgenlandkreis. Wenn euch das interessiert habt, dann meldet euch doch gerne für den Girls and Boys Day am 22.04. an. Dort seht ihr mich auch live und ich beantworte euch gerne Fragen. Wir hoffen, dass wir heute euer Interesse geweckt haben. Einzelne Berufe wurden ja bei uns vorgestellt, die im Burgenlandkreis möglich sind. Und natürlich wollen wir gerne auf mögliche Fragen, die ihr jetzt dazu vielleicht habt und die dazu entstanden sind, eingehen. Und es wird am eigentlichen Zukunftstag dann einen digitalen Chat geben, wo ihr auch mit den einzelnen Mitarbeitern sprechen könnt und auch die Fragen dazu loswerden könnt.